Hallo, herzlich willkommen, Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, zu einem wichtigen Thema, und zwar das Thema, was immer wieder heiß diskutiert wird, das ist die Thematik Low-Carb-Ernährung, High-Carb-Ernährung, was ist richtig, was ist falsch. Alle wissen es besser, alle sind sehr schlauer, jeder macht das Richtige, die anderen machen alles falsch. Grundsätzlich sollte man dazu sagen, dass natürlich eine Ernährungsweise immer ein Stück weit spezifisch sein sollte, weil man natürlich unterschiedliche Trainingsziele aufweist und vor allem unterschiedliche Stoffwechseltypen mit sich bringt. Also unter dem Namen Low Carb sollte man verstehen, dass das nicht nur heißt, dass man wenig Kohlenhydrate isst, sondern dass man natürlich auch hier auf die Art der Kohlenhydrate achtet. Low Carb heißt, dass natürlich auch die Kohlenhydrate mit glykämisch niedriger Last versehen sein sollten. Das heißt, so weit wie möglich naturbelassene Kohlenhydrate. Grundsätzlich ist es natürlich auch so, was für den einen eine niedrige Einheit an Kohlenhydrate darstellt, das heißt eine Gesamtzufuhr für den Tag, das kann für den anderen schon eine hohe sein. Deswegen ist es natürlich immer wichtig, dass wenn man seine Ernährung umstellt und die Makronährstoffe entsprechend anpasst, dass man erstmal, soweit wie möglich, das Ganze artgerecht gestaltet, das heißt dem menschlichen Organismus die Nährstoffe zuführt, die ihn am wenigsten schaden. Das ist die Nummer eins. Die Nummer zwei: Es sollte natürlich bedarfsgerecht ernährt werden. Das heißt, ich habe jetzt jemanden, der Gewicht reduzieren möchte, der von Natur aus einen sehr trägen Stoffwechsel hat, der schon immer von Kindheit an immer die Probleme gehabt hat, dass das Gewicht eher nach oben tendiert. Der hat natürlich eine ganz andere Nährstoffdichte, Nährstoffmenge, auch in Form von Energielieferanten, wie jemand, der das nicht hat. Genauso ist natürlich der Bedarf eines Menschen, der den ganzen Tag körperlich arbeitet, ganz anders strukturiert, wie das eines Menschen, der den ganzen Tag im Büro arbeitet. Und somit sollte immer bei jeder Ernährungsumstellung ganz klar in Frage gestellt werden, welche Menge an Energielieferanten in Form von Fetten, gesunden Fetten, pflanzlichen Fetten, und welche Menge benötige ich in Form von Kohlenhydraten. Und hier ist ein ganz klarer Unterschied, dass ich natürlich einmal Menschen habe, die einen sehr hohen Bedarf haben, einmal Menschen Normalbedarf und einmal Menschen mit sehr niedrigem Bedarf. Und genau aus diesen Gründen sollte jede Ernährungsumstellung natürlich auch bedarfsgerecht sein. Artgerecht, bedarfsgerecht. Das ist so immer das, was ich natürlich auch immer wieder propagiere. Und zwar artgerecht auch aus dem Grund raus. Wir sind natürlich alle darauf erpicht, dass unsere Tiere artgerecht gehalten werden. Wir sind alle darauf erpicht, dass wir natürlich uns so gesund wie möglich ernähren. Aus diesen Gründen macht es natürlich schon Sinn, sich auch mal über die eigene Ernährungsweise, über das, was wir auf unserem Teller da liegen haben, sich mal Gedanken zu machen, ob das alles so passt. Sicherlich auf einer Tüte Gummibärchen, wenn man die Nährstoffe anguckt, da steht tatsächlich, was die Energieausbeute anbetrifft, das Gleiche wie auf einer Tüte Reis, Vollkornreis. Und nur, das ist nicht das Gleiche. Eine Tüte Gummibärchen hat nichts mit einer gesunden Ernährung zu tun. Wenn natürlich auch es ein paar Menschen gibt, die können tatsächlich zwei Tüten Gummibärchen am Tag essen, dann sieht man es in der Regel am Körper nicht so stark an, beziehungsweise bei manchen gar nicht. Dann liegt es eben an dem jeweiligen Stoffwechsel. Aber sowas zu verallgemeinern und jedem zu sagen, pass auf, das ist völlig egal, welche Art von Nährstoffe du zuführst, auch wenn der glykämische Index sehr hoch ist, wenn du danach einen riesen Insulinspiegel hast, ist alles unproblematisch, ist eh sowieso das Gleiche. So macht das keinen Sinn. Warum nicht? Weil ich nämlich jeden Tag in meinen Beratungen seit über 25 Jahren genau Menschen habe, die genau so agieren. Die sagen, naja gut, ich esse das, was mir in die Finger kommt. Da ist oftmals so, dass die Nährstoffdichte, Gesamtkaloriengehalt, die liegt nicht überschüssig. Die haben keine überkalorische Zufuhr, haben aber trotzdem 20-25% Körperfett und gehen in der Woche dreimal ins Fitnessstudio. Tja, da kommt man dann und sagt, ja, ihr könnt weiterhin Gummibärchen essen. Na, so funktioniert es leider nicht. In der Regel sind es ganz junge Menschen, bei denen das noch funktioniert, den ganzen Tag sehr agil sind, in der Woche 5-6 Mal trainieren, abends noch unterwegs sind, nachts nur 6-7 Stunden schlafen, sonst natürlich einen hohen Stresspegel haben, die verarbeiten sowas. Aber sowas zu verallgemeinern ist genau der falsche Weg. Es gibt Menschen, die brauchen einfach eine klare, saubere Struktur und dann läuft es. Und diese Menschen sind bei mir gut aufgehoben. Warum? Weil ich ihnen erkläre, wie sie sich anständig und gesund ernähren sollen. Das war's. So ist es ganz einfach. Andreas Triembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, deine Ernährung, deine gute Figur, dein vitaler Zustand. Deine allgemeine Fitness, meine Aufgabe.